Herzlich willkommen zur Kultur der Digitalität an meiner Schule. Vielleicht fragen Sie sich gerade auch, Digitalität, sonst ist doch immer von Digitalisierung die Rede. Wo ist denn da der Unterschied? Nun, nach Professor Felix Stalder, dem Autor des Buches Kultur der Digitalität, ist die Digitalisierung ein Prozess der Überführung eines analogen Sachverhalts in einen digitalen Sachverhalt. Hierdurch werden die Grundlagen für neue Handlungsabläufe und neue Wahrnehmungsformen gelegt. Für uns Lehrkräfte bedeutet das erstmal, dass zur Digitalisierung die Ausstattung der Schule mit Technik gehört. Aber eben nicht nur das gehört zur Digitalisierung, sondern auch das Erlernen der Bedienung dieser ganzen Geräte, wie zum Beispiel den digitalen Tafeln, Laptops, Tablets, Smartphones, Kameras und Beamer. Ach ja, und nicht zu vergessen, die Software, heute auch gern Apps genannt, gehört natürlich auch dazu. Der Digitalpakt hat in vielen Schulen einen Grundstein dafür gelegt. Ja, dann ist doch alles super, oder? Die Digitalisierung allein ist im Prinzip nur die Übertragung vom Analogen zum Digitalen. Unterrichtlich gesehen ist das auch kein Wandel. Es ist bis hierher dann eher mehr eine Technisierung. Aber das greift eben einfach zu kurz. Die Digitalisierung der Gesellschaft und auch der Schulen hat nämlich umfangreiche Auswirkungen auf die Kultur. Nach Stalder ist diese Kultur der Digitalität die Vervielfältigung der kulturellen Möglichkeiten. Sie entsteht, wenn die Digitalisierung eine gewisse Tiefe erreicht hat. Diese Digitalität umfasst dabei die Verbindung der Menschen untereinander. Also zum Beispiel beim Telefonieren, in Videokonferenzen, beim E-Learning, das ganze Social Media mit seiner orts- und zeitunabhängigen Kommunikation. Sie umfasst auch die Verbindung von Menschen mit Maschinen. Denken Sie nur an Alexa, den Google Assistant Dienst oder auch an Hey Siri. Nicht zuletzt gehört auch die Verbindung von Maschinen mit Maschinen selbst dazu. Im Internet der Dinge kommunizieren so die vielfältigsten smarten Geräte miteinander. Dieses komplizierte und vor allem komplexe Netzwerk bildet nach Stalder die Kultur der Digitalität. Es geht hier also um viel mehr als nur um den quantitativ-technischen Einsatz von Tablets und Co. Das wäre nämlich nur Unterricht mit extra Stromverbrauch. Eine Kultur der Digitalität in der Schule hat den qualitativ lebensweltlichen Einsatz im Blick. Stalder unterscheidet dabei drei Bedingungen: die Algorithmizität, die Referenzialität und die Gemeinschaftlichkeit. Im ersten Teil unserer Videoreihe geht es um das digitale Sammeln, Ordnen und Teilen von Informationen. Stalder spricht in diesem Zusammenhang von Algorithmizität. In der Schule benutzen wir dafür eine digitale Lernumgebung. Und die beeinflusst die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Das ist Thema des ersten Videos. Im zweiten Teil unserer Videoreihe über die Kultur der Digitalität geht es um Gemeinschaftlichkeit. Felix Stalder spricht hier von gemeinschaftlichen Formationen. Er meint damit den Zusammenschluss von grundsätzlich gleichberechtigten Personen, die ein Ziel verfolgen. Laut Stalder entstehen diese Formationen in einem ganz bestimmten Praxisumfeld und sind geprägt durch strukturellen, aber auch informativen Austausch. Wer jetzt denkt, hey, habe ich heute gestern an der Kaffeemaschine gehabt, der ist hier vermutlich auf dem richtigen Weg. Denn wenn wir diese Begrifflichkeiten auf Schule übertragen, dann ist Gemeinschaftlichkeit Zusammenarbeit. In unserem Falle digitale Zusammenarbeit. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie können Ressourcen allgemein zugänglich gemacht werden? Es gab bis hierher schon eine Menge Informationen im Video. Und Sie haben diesen Informationen entsprechend Ihres persönlichen Bezugssystems eine Bedeutung gegeben oder auch schon etwas herausgefiltert. Genau um diese Bedeutungszuweisung und Filterung soll es im dritten Teil der Videoreihe gehen. Es geht um die Referenzialität. Sicherlich denkt man dabei gleich erst einmal an den Begriff Referenz. Und das ist auch ein ganz guter Einstieg.
Denn Referenz leitet sich vom Lateinischen her ab und bedeutet so viel wie sich auf eine Sache beziehen. Bei der Referenzialität geht es genau um die Entstehung und Beeinflussung dieses persönlichen Bezugssystems. In Bezug auf eine Kultur der Digitalität auch an meiner Schule und damit zusammenhängend dem Medieneinsatz kann ich mir vielfältige Fragen stellen. Welche Haltung habe ich zum Beispiel zur digitalen Technik? Oder wie bewerte ich die Nutzung der digitalen Technik an meiner Schule? Oder auch, wie nutze ich digitale Medien eigentlich in meiner eigenen Freizeit? Zusammenfassend stellen wir uns in unserer kleinen Videoreihe über die Kultur der Digitalität also die Fragen, wie wir die Strukturen, Möglichkeiten und auch Chancen der Digitalität in Schulen nutzen können.